zu Hause bei der vierköpfigen Familie Werner. Spielsachen lassen auch hier die Kinderherzen höher schlagen. Das Angebot ist groß und der Wunschzettel lang. Der zweijährige Emil und die vierjährige Nele wissen ganz genau, was dieses Jahr an Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen soll. Das. Ihre Eltern Saskia und Marek wollen in diesem Jahr beim Weihnachtseinkauf auf Nummer sicher gehen und belastetes Spielzeug vermeiden. Die Kinder haben sehr, sehr viele Wünsche und ich würde sie auch sehr gerne erfüllen. Zwar nicht alle, aber natürlich ab und zu mal einen, um ihnen eine Freude zu machen. Leider bin ich mir dabei nicht so sicher, auf was ich achten muss, weil Spielzeug ja doch teilweise schadstoffbelastet sein kann. Marek und Saskia wollen herausfinden, wo sie sich über Schadstoffe in Spielsachen informieren können. Erste Station, die Geschäfte in der Stadt. Wie gut ist dort die Beratung? Wir begleiten Saskia mit versteckter Kamera. Inhaltsstoffe müssen nicht auf der Verpackung deklariert werden. Wie werden die Verkäufer reagieren, wenn Saskia sie direkt zum Thema Schadstoffe befragt? Und zwar würde ich gern wissen, ob ich das ganz unbedenklich meiner kleinen Tochter geben kann. Ich finde nämlich, dass es ein bisschen riecht. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht kaufen. Danke. Als nächstes geht Saskia in einen Discounter. Auch hier gibt es Spielsachen. Die stinken ganz furchtbar. Saskia fragt an der Kasse nach. Hallo. Hallo, die stinken. Was ist das? Ich würde es nochmals durchwaschen, auch gerade weil das wurde ja umgelagert. Also waschen müssen Sie es auf jeden Fall. Ein guter Tipp. Im nächsten Geschäft gibt es Leuchttiere aus Weichgummi. Die sind bei Kindern sehr beliebt. Das riecht so ein bisschen komisch. Macht es was? Keine Ahnung, ich bin ja kein Chemiker. Naja, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, weil bei der Stiftung Warentest und so liest man ja auch immer wieder. Ja, dann müssen Sie sowas immer im Fachgeschäft kaufen. Bei 99 Cent können Sie jetzt nicht erwarten, dass wir hier die tolle Beratung machen. Wir werden ja nicht geschult. Trotzdem nehmen wir das Gummitier mit. Weiter geht's in ein Fachgeschäft. Machen die Verkäufer hier auf mögliche Gefahren aufmerksam? Können Sie mir sagen, was das ist? Aus welchem Material? Da brauchen Sie keine Angst haben, dass da Sachen dabei sind, die giftig sind. Aber ist alles unbedenklich, was hier verkauft wird? Ja, natürlich. Schön wäre es. Angesichts tausender Artikel ist das aber sehr unwahrscheinlich. Ich habe mich nicht gut beraten gefühlt, weil ich schon gemerkt habe, dass da eigentlich keiner wirklich Ahnung hat. Verkäufer sind also nicht unbedingt Experten auf diesem Gebiet. Aber was kann ich als Käufer beachten? Unsere Testfamilie baut im Kinderzimmer ein Regal mit unterschiedlichen Spielsachen auf. Sie erwarten Besuch von einer Expertin der Stiftung Warentest. Renate Ernstberger hat für die Verbraucherzeitschrift mehrere Spielzeugtests geleitet. Sie weiß, worauf man achten muss. Also man sollte ja auch immer, wenn es geht, versuchen, an dem Spielzeug zu riechen. Ich mache das jetzt auf, das geht ja ganz gut. Und nehme das mal raus. Das riecht auch komisch. Riechen Sie mal. Uferweihe. Also das, Nele, riechst du mal. Und? Ist lecker oder nicht so gut? Nicht so gut, denke ich auch. Also wenn das auffällig riecht, am besten einfach dann liegen lassen. Denn dann enthält das Spielzeug möglicherweise giftige Farben oder Lösungsmittel. Aber auch alles, was besonders gut riecht, birgt ein unnötiges Risiko. Ich riech mal an der Puppe. Die duftet ja nach Vanille. Also es gibt mittlerweile immer mehr beduftetes Spielzeug und davon würde ich eher abraten, weil es einfach Duftstoffe gibt, die Allergien auslösen können. Und Duftstoffe könnten auch unangenehme Materialgerüche überdecken.
Ein Umtauschrecht wegen des Geruchs gibt es nicht. Deshalb, wenn möglich, vor dem Kauf testen. Die riecht gut. Also die riecht eigentlich nach gar nichts. Also am besten ist es, wenn es nach gar nichts riecht. So, Nele, was hast denn hier Schönes? Ah, eine Fingerpuppe. Die ist ja toll. Oh, gruselig. So, und dann schauen wir mal, wie weich die ist. Ja, also würde ich sagen, es gibt da schlapprigere Fingerpuppen. Also wenn man solche kauft, dann sollte man einfach auch wieder drauf achten. Also je weniger weich das Teil ist, umso weniger Weichmacher sind drin. Bitteschön. Holzspielzeuge wie aus Großmutters Zeiten werden allgemein hoch gelobt. Aber auch sie haben ihre Tücken. Bei lackiertem Holz sollten Verbraucher darauf achten, dass die Farbe nicht abfärbt. Zudem ist Holz nicht gleich Holz. Es ist immer besser, wenn man Vollholz kauft. Also erstens ist das hier Spanplatte oder Sperrholz. Und hier hat man auch Bindemittel. Also hier könnte auch ein bisschen Formaldehyd rauskommen. Also wenn man die Wahl hat, dann lieber Vollholz nehmen. Das ist auch wichtig bei diesen Klötzen, die ja also für Kinder natürlich irgendwie sehr gut geeignet sind. Hier sollte man eher bei unter Dreijährigen unlackiertes Holz nehmen, weil wenn Schadstoffe gefunden werden, dann ist es meist im Lack, also Schwermetalle oder Weichmacher. Dieses Warnsymbol bedeutet, dass das Spielzeug nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet ist. Hier können verschluckbare Kleinteile enthalten sein. Plüschtiere sollten nach dem Kauf gewaschen werden, um eine mögliche Belastung zu reduzieren. Der riecht auch ganz normal. Was sagst du? In Ordnung? Gut. Nur mit den Sinnen allein sind schädliche Stoffe von unschädlichen nicht zu unterscheiden. Prüfsiegel können eine wichtige Unterstützung beim Spielzeugkauf sein. Sarah Häusler vom Bund für Umwelt und Naturschutz weiß, was hinter den einzelnen Zeichen steckt. Auf jedem Produkt, das in Europa hergestellt oder in die EU importiert wird, muss das CE-Kennzeichen stehen. Das CE-Zeichen ist für Eltern, die ein sicheres Spielzeug kaufen wollen, eigentlich wertlos, weil es einfach nur anzeigt, okay, der Hersteller hält sich an die Vorgaben, an die gesetzlichen Vorgaben. Allerdings gibt es keine unabhängige Prüfstelle, die dieses Zeichen vergibt, sondern die Hersteller geben sich das in Eigenregie eigentlich. Ein Spielzeug, das CE-Zeichen trägt, kann durchaus schadstoffbelastet sein. Beim CE-Zeichen muss man also darauf vertrauen, dass der Hersteller seine Produkte selbst testen lässt. In Frankreich vergibt eine unabhängige Institution das kostenpflichtige Gütesiegel Norme Française. Einmal im Jahr wird geprüft, ob ein Produkt den gesetzlichen Regelungen entspricht. Mehr Qualität bietet das GS-Zeichen. Das GS-Zeichen garantiert, dass eben die Vorgaben der Spielzeugrichtlinie eingehalten werden. Und zudem geht es in einigen Punkten noch über die Vorgaben der Spielzeugrichtlinie hinaus, zum Beispiel bei den PAKs, bei den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Da gibt es bei dem GS-Zeichen wesentlich strengere Vorgaben als in der Spielzeugrichtlinie. Der TÜV Rheinland prüft im Auftrag verschiedener Unternehmen, entweder gemäß Spielzeugnorm oder nach strikteren Kriterien. Das Label Textiles Vertrauen stellt sicher, dass Stoffspielzeuge nach besonderen Kriterien auf Schadstoffe geprüft wurden. Seit 2005 wird das Spielgutsiegel nicht mehr für Produkte vergeben, die aus PVC bestehen. Und das ist eigentlich eine gute Orientierungshilfe für Eltern, weil PVC-Spielzeug auf jeden Fall gemieden werden sollte, weil da eben ganz häufig gesundheitsschädliche Weichmacher drin sind. CE, GS, NF, TÜV, Ökotex, Spielgut. Insgesamt gibt es über ein Dutzend unterschiedliche Zeichen auf europäischem Spielzeug. Also für Eltern ist es gut, sich an Siegeln zu orientieren. Da gibt es eine ganze Menge. Das kann auch schon mal verwirrend sein. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das eine Siegel prüft alle Schadstoffe ab, die man abgetestet haben möchte. Also man hat nie die hundertprozentige Sicherheit. Aber es ist zumindest eine gute Orientierungshilfe beim Einkauf. Sich im Dschungel der Zeichen und Siegel zurechtzufinden, ist schwer. Haben Mütter von kleinen Kindern den Durchblick? Geprüfte Sicherheit. Doch, das sieht man oft, auch bei Spielzeug, denke ich. Und gibt einem Sicherheit, weil das Wort draufsteht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass schon bei meinem Spielzeug damals dieses GS drauf war. Spielgut ist mir jetzt nicht bekannt. Kenne ich gar nicht, nee, habe ich noch nie gesehen. Es sagt mir nichts. Ich sah nur Nummern. Es sieht zwar so ein bisschen mit grün und Schadstoff geprüft. Öko steht auch drin, aber es sagt mir nichts.
schon gesehen, kann ich aber auch nicht viel zu sagen. Ich denke, irgendeine Norm oder sowas steckt dahinter. CE ist auch ein Gütesiegel, aber soweit ich weiß, gucken die auch stärker nach, danach ist etwas sicher und nicht nach Schadstoffen. Das europäische CE-Kennzeichen täuscht viele Verbraucher. Wissen denn Verkäufer, was sich hinter CE verbirgt? Wir begleiten Saskia erneut mit versteckter Kamera in die Geschäfte. Dieses CE-Zeichen ist überall drauf, ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Wissen Sie das? Nee, leider nicht. Okay. Also CE bedeutet eigentlich, wie sagt man dazu, dass es kontrolliert wurde? Auf was? Ich denke mal auf Schadstoffe. Die riechen immer so und ich weiß nicht, macht man das nicht? Aber die sind alle geprüft. Da haben Sie solche Ware, da steht extra drauf. Das ist dieses Kennzeichen, dieses CE-Zeichen. Wenn dieses CE-Zeichen drauf ist, dann kann ich sagen... Ganz in Ruhe. Spielwaren kommen nicht auf dem deutschen Markt, bevor nicht Muster geprüft wurden. Vorher kommen die gar nicht aus dem Container raus. Ah, das CE heißt, es ist geprüft worden. Es ist geprüfte Sicherheit und Weichmacher sind da auch nicht mehr drin, die gefährlichen. Ah, okay. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Verkäufer wissen, was sie verkaufen, dass sie wissen, was welches Siegel bedeutet. Vor allen Dingen das CE-Siegel, was ja wirklich auf jedem Spielzeug drauf ist, was verkauft wird. Was ja eigentlich heißen könnte, alles, was dort steht, ist auch geprüft und wurde geprüft. Aber dass die Verkäufer nicht mal wissen, was das Siegel genau bedeutet, das fand ich schon sehr traurig. Immer mehr Spielsachen werden mittlerweile im Internet erworben. Beim Einkauf im Netz sollte man darauf achten, dass der Anbieter eindeutig erkennbar ist und man zu jedem Produkt ausführliche Informationen wie Warnhinweise und Prüfsiegel bekommt. Also was ich am Internetkauf auch gut finde, ist, dass man das Ganze viel besser vergleichen kann. Man kann die Seiten untereinander vergleichen. Die Herstellerangaben sind dadurch viel weiter gefächert. Man kann schauen, wo die meisten Informationen stehen, das vergleichen. Und natürlich, wenn man bestellt hat, hat man zu Hause die bessere Möglichkeit, die Sachen zu testen als im Laden, wo sowieso viele Gerüche auf einen einbrechen. Man kann zu Hause dran riechen, man kann schauen, ob einem das Material gefällt. Und wenn nicht, hat man ja 14 Tage Zeit, es zurückzuschicken. Eine Orientierungshilfe können auch Verbraucherzeitschriften sein. In Frankreich beispielsweise Que Choisir, in Deutschland Stiftung Warentest und Ökotest. Hier werden regelmäßig Spielzeugtests veröffentlicht. Nach schlechten Ergebnissen aus den Vorjahren zeigt der neue Test, dass die Produkte nicht verbessert worden sind. Was mich viel mehr erschreckt, ist, dass in der Tabelle wirklich die meisten auch mangelhaft und ungenügend sind. In den Tests kann man genau sehen, welche bedenklichen Inhaltsstoffe in den Produkten gefunden wurden. Was mich am meisten verwundert hat, ich weiß nicht, ob ich da auch für dich sprechen kann, ist, dass viele namhafte Hersteller einfach ungenügend abgeschlossen haben. Und dass eigentlich ich der Überzeugung war, dass gerade durch dieses wiederholte Testen der Dinge die Hersteller doch sensibilisiert sind und mal was ändern. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Es zieht sich ja doch über mehrere Jahre hinweg, das schlechte Ergebnis. Ja, also das Grundvertrauen in große Marken oder in umsatzstarke Marken hat sich eigentlich zerstreut. Interessant ist vielleicht auch, dass Plastikspielzeug nicht per se schlecht ist und Holzspielzeug nicht per se gut ist. Also ne, gerade viele auf Holzspielzeuge, wo wir dachten, naja gut, bringen wir mal ein bisschen Natur ins Zimmer, ist eigentlich eine Natur der chemischen Art. In Europa ist es gesetzlich vorgeschrieben, die Namen des Herstellers oder des Importeurs zu deklarieren. Möchte man mehr über ein Spielzeug wissen, kann man den Hersteller auch direkt kontaktieren. Saskia macht den Test. Ich habe bei Ihnen ein Kuscheltier gekauft und das riecht unangenehm. Ich würde gerne wissen, weil ich leider auf dem Tier überhaupt keine Angaben sehen kann, aus was für einem Material das besteht, ob es unbedenklich ist, wenn ich es meinen Kindern zum Spielen gebe. Achso, Sie meinen, weil es 100% Polyester bei Kleidung auch gar kein Problem ist, ist es bestimmt auch bei Kuscheltieren unbedenklich. Ach so. Gut, wiederhören. Die Ungewissheit bleibt. Und was ist mit diesem Gummitier? Also bei diesem Tier habe ich versucht, den Importeur zu erreichen. Anhand des Schildes kann man zumindest die Firma des Importeurs erkennen. Und habe daraufhin im Internet auch Kontaktdaten, eine Telefonnummer gefunden, es mehrmals versucht anzurufen, leider nie jemanden erreicht. Es war keine weitergehende Information zu diesem Viech zu erlangen. Das ist etwas frustrierend, wenn man so gar nicht weiterkommt.
Saskia sucht im Internet weiter nach Hilfe. Eine Verbraucherseite rät, auffällige Produkte der zuständigen Behörde zu melden. Genau das habe ich im Internet gelesen, dass man, wenn man nicht weiterkommt und Informationen über Spielzeug oder sonstige Dinge natürlich auch erlangen kann, dass man sich immer ans Gewerbeaufsichtsamt wenden kann, als Verbraucher die Möglichkeit hat, da weitere Informationen zu erlangen. Zumindest vielleicht ein bisschen Hilfestellung, wie gehe ich damit um, was kann ich machen. Und genau das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wir drehen wieder mit versteckter Kamera. Was rät man Saskia in der zuständigen Behörde? Die Reaktion ist ernüchternd. Die werden schlicht und ergreifend kaum untersucht hier. Und wenn dann ein Warnhinweis kommt, dass dieses und jenes Produkt untersucht wurde, dann haben die in China schon längst die Produktion umgestellt. Wir gehen davon aus, dass jedes Spielzeug, was so aussieht, zu beanstanden ist. Diese Weichmacher, die dort eingesetzt werden, das sind Phthalate. Die gehören zu den giftigsten Stoffen, die es gibt. Das ist kein Spielzeug, das ist Sondermüll. Ob das Gummitier wirklich belastet ist, kann Saskia nicht herausfinden. Für sie heißt es trotzdem, in Zukunft Finger weg von stinkendem Weichspielzeug. Wir reisen nach Augsburg, Sitz des Textilunternehmens Manomama. Hier wird Ökomode hergestellt. Vor rund 2 Jahren gründete Sina Trinkwalder die Firma. Das Besondere? Alle Schritte vom Garn bis zum fertigen Produkt werden vor Ort realisiert. Lediglich die Bio-Baumwolle kommt aus der Türkei. Sina Trinkwalder ist Mutter eines 7-jährigen Sohnes. Ihr jüngstes Projekt, sie will ein Öko-Kuscheltier auf den Markt bringen. Da die Naht muss man rausmachen. Ja, das ist sein. Und auch hier vor allen Dingen, der muss formstabil werden. Also und das Gesicht. Du übertragen hast es genau. Digital, oder? Seit Monaten tüftelt sie an dem sogenannten Flughörnchen. Dann einmal das Gesicht, das Mäntelchen. Der eigentliche Beweggrund ist, es gibt 2 wirklich giftige Dinge im Textil. Zum einen eine Jeans und zum zweiten ein Kuscheltier. Und das haben wir als Herausforderung genommen, eine Jeans zu machen. Und ein Kuscheltier, weil wir wirklich zeigen wollen, ja, es geht. Man kann mit Naturmaterialien, naturbelassen, nach strengsten ökologischen Standards, ein Kuscheltier produzieren, wenn man will. Ihr Ziel? Ein Stofftier aus pestizidfreier Baumwolle, ohne bedenkliche Farbstoffe und frei von Flammschutzmitteln. Die Garne, die Stoffe, die Nähfäden, alles wird in der Region hergestellt, sodass ich da auch keine zusätzlichen chemischen Stoffe mehr draufgeben muss, um sie für den Transport auch zu sichern. Trotzdem will sie das fertige Produkt vom TÜV genau prüfen lassen. Ein Schritt, der für Sina Trinkwalder grundsätzlich für alle Spielsachen gelten sollte. Testet es auf Herz und Nieren, dass dann beim Kind nichts mehr passieren kann. Das ist der Unterschied. Es ist kein großer Act oder es ist keine große Aufgabe, es zu tun, nur man muss es tun. Und viele tun es eben nicht, weil sie von vornherein wissen, sie würden durchfallen. Sina Trinkwalder appelliert an die Macht der Spielzeugkäufer. Wenn die Konsumenten endlich beginnen würden und sagen, ich kaufe diesen Scheiß nicht, ja? Ich kaufe diesen widerlich stinkenden Dreck in schlechter Qualität irgendwo zusammengenagelt in Asien unter übelsten Bedingungen, ich kaufe es nicht, dann würden die Hersteller auch anders reagieren. Solange aber der Kunde sagt, naja, es gibt ja nichts anderes, dann muss ich das kaufen, sagt der Hersteller, naja, die kaufen das doch, da muss ich doch nichts ändern. Zurück zu Marek und Saskia. Die Eltern machen sich im Internet schlau. Unter cleankids.de werden alle Produktrückrufe, die Kinder betreffen, veröffentlicht. Darüber hinaus bekommt man viele nützliche Tipps. Also die Seite Clean Kids, auf die wir auch bei unseren Internetrecherchen gestoßen sind, finde ich klasse. Ich finde es ganz toll, dass sich jemand so engagiert so eine Seite aufbaut, die noch viel mehr Informationen und Tipps gibt als jede andere Seite, die ich aus öffentlichen Mitteln bzw. von eigentlichen Testinstituten gestoßen bin. Ja, ich finde das sehr hilfreich, solche Seiten zu haben, die so aktuell sind, so übersichtlich und toll gestaltet und dass sich jemand so viel Zeit nimmt und sowas macht. Macher von Clean Kids ist der zweifache Familienvater Oliver Bartel. Er hat das Projekt nach der Geburt seines ersten Sohnes vor 5 Jahren ins Leben gerufen. Für ihn war schnell klar, er möchte seinen eigenen und anderen Kindern belastetes Spielzeug ersparen. Ich habe dann überall gefragt, wie sieht es aus mit Schadstoffen.
Und dann hieß es immer, ja, bei uns ist alles getestet, sonst dürfen wir es ja nicht verkaufen. Und da schrillen dann bei mir immer so die Alarmglocken bei diesen Aussagen. Und ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und bin dann auf die Rapex-Warnliste der EU gestoßen und war dann doch sehr entsetzt, wie viel Spielzeug wöchentlich, monatlich zurückgerufen wird, ohne dass man das überhaupt mitbekommt, auch als Endverbraucher, ja. Und so ist das Ganze dann entstanden. Auf der Rapex-Liste werden die Spielzeugrückrufe aus Europa in englischer Sprache veröffentlicht. Oliver Bartel übersetzt die Rückrufe ins Deutsche. Von seinem Engagement sind nicht alle begeistert. Ich werde oft angegangen von Herstellern und von Unternehmen. Und es ist teilweise auch wirklich sehr unschön, was dann am Telefon oder auch per E-Mail gesagt wird oder mitgeteilt wird. Und das geht auch hin bis zu ganz massiven Drohungen. Und inzwischen, was mich persönlich ganz besonders freut, dass manche Behörden jetzt schon Meldungen von Clean Kids eben auf den Behördenseiten dann weiter veröffentlichen. So quasi, jetzt haben wir ja einen, der es als erster veröffentlicht hat. Und, aber das ist, freut mich natürlich, weil ja jede Öffentlichkeit im Sinne der Verbraucher ist. Besorgte Eltern holen sich auch direkt Rat. Ja, hallo Bartel. Ja, ich gehe mal davon aus, es handelt sich um Spielzeug. Sein Tipp, die Kinder nicht mit Ramsch überschütten. Mhm. Wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten dieser Billigspielzeuge, die haben keinen Spielwert. Es ist im ersten Moment schön, boah, ja, aber 10 Minuten, dann landet es in der Ecke und dünstet im Kinderzimmer vor sich hin und so stapeln sich die Kisten voll und die Schadstoffe im Kinderzimmer. Ne? Ganz anders ist es in einem Kindergarten in Berlin. Denn 3 Monate im Jahr herrscht hier spielzeugfreie Zeit. Die Kinder sollen sich nur mit sich selbst beschäftigen. In dieser Zeit wird ein neuer Spielraum für die Kinder geschaffen. Das bedeutet eben auch, dass sie wieder zu sich selbst kommen können, dass sie überlegen müssen, Mensch, wie verbringe ich meinen Tag? Welches Spiel möchte ich spielen? Was brauche ich dazu? Die Kinder entdecken auf den Spielplätzen ganz viel, seien es irgendwie Stöcker oder Steine oder auch Kohle und finden dann plötzlich raus, Mensch, mit der Kohle kann ich malen. Also werden die Stifte quasi wieder ersetzt. Das Konzept überzeugt die Eltern. Die spielzeugfreie Zeit hat mir einfach gezeigt, dass Kinder wirklich nicht in Überfluss leben müssen. Also sie brauchen nicht alles. Wir Eltern denken, sie brauchen alles, aber es stimmt nicht. Also Kinder können mit den einfachsten Dingen zurechtkommen und spielen und ihre Fantasie einfach entfalten. Auch bei Marek und Saskia hat sich einiges getan. Sie wollen in Zukunft mehr gemeinsam mit ihren Kindern unternehmen und Spielzeug bewusster kaufen. Ich denke, man muss das schon sehr, sehr ernst nehmen, also insbesondere auch diese Langzeitschäden, die da auftreten können. Und insofern ja, ist eben mein Mittelweg, tatsächlich eben Spielzeug auf der einen Kante so von diesem breiten Fächer einfach abzuschneiden und zu sagen, auf das lassen wir uns halt einfach nicht ein, auf dieses Risiko. Ist vielleicht ein Risiko, was man auch tatsächlich minimieren kann. Ich weiß jetzt besser, mit den Prüfsiegeln umzugehen, vor allen Dingen mit dem CE-Zeichen, was ja anscheinend wirklich nur der Hersteller selber aufdruckt. Ich weiß jetzt, dass ich mich darauf nicht verlassen kann. Ich weiß besser, wo ich gucken kann, wo ich Informationen finden kann und ja, auch besser, worauf ich achten kann, beziehungsweise worauf ich nicht achten muss. Hier noch einmal die wichtigsten Tipps für den Spielzeugkauf. Fragen Sie immer wieder nach, auch wenn die Auskunft nicht zufriedenstellend sein sollte. Das erhöht den Druck auf Handel und Hersteller. Fühlen und riechen Sie. Das kann Hinweise auf Schadstoffe geben. Achten Sie auf Prüfsiegel. Am sichersten ist Spielzeug, das extern und regelmäßig getestet wird. Informieren Sie sich im Internet über Produktrückrufe. Überlegen Sie genau, was Sie Ihrem Kind kaufen oder was Sie verschenken. Verzichten Sie auf Ramsch. Und weniger ist manchmal mehr.